Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 122. Episode der Kirchensprache am Sonntag, den 23. April 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Ich bin seit einer Woche im erzbischöflichen Priesterseminar auf Malta, genauer in Rabat neben dem alten Imdina. In einer Woche, vor 40 Jahren, bin ich zum Priester geweiht worden. Darum sind wir mit einigen Kurskollegen zu einem gemischt geistlichen Ausflug auf diese geschichtsträchtige Insel gereist, manchmal etwas windig, aber doch ohne Regen und in der Sonne mit verdientem Sonnenbrand. Dazu gleich mehr. Zunächst jedoch das Wichtigste aus Ibbenbüren und Brochterbeck. Montag um 10 Uhr startet der nächste Frauengemeinschaftskurs zur Wirbelsäulengymnastik im Pfarrheim St. Peter und Paul. Lange dauert es nicht mehr. In dieser Woche sind einige der letzten Elternabenden für die Erstkommunion. Montag um 19 Uhr in St. Mauritius und um 20 Uhr in St. Modestus. Dienstag um 20 Uhr in St. Johannes Bosco, Donnerstag um 19.30 Uhr in St. Maria Magdalena und um 20 Uhr in St. Ludwig. Montag um 17.30 Uhr ist wieder Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Dienstag um 19.30 Uhr ist in der Familienbildungsstätte die Autorinnenlesung von Regina Laudage-Kleberg zum Thema Obdachlos katholisch. Mittwoch ab 8.30 Uhr ist offenes Pfarrhaus in St. Ludwig. Mittwoch um 15 Uhr ist die Mitarbeiterinnenrunde der Frauengemeinschaft St. Peter und Paul im Pfarrheim. Mittwoch um 17 Uhr trifft sich die Frauengemeinschaft St. Mauritius an der Christuskirche, um in Gedenken an den verstorbenen Pfarrer Erich Elpers den Lebens- und Heilsweg Jesu zu gehen. Mittwoch um 18 Uhr lädt die Frauengemeinschaft St. Modestus zum Basteln von Gartendekorationen ins Pfarrheim ein. Der Kurs wird von Susanne Jordan begleitet. Am Mittwoch jährt sich die Tschernobyl-Katastrophe zum 37. Mal. Um 19 Uhr wird in der Herz-Jesu-Kirche am Katastrophentag des nuklearen Unglücks ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Am Mittwoch um 19 Uhr findet das erste Vortreffen für die geplante Israel-Fahrt im Oktober statt, und zwar im neuen Pfarrheim in Laggenbeck. 31 Personen haben sich angemeldet. Einige Bilder werden gezeigt und weitere Informationen gegeben, und die Teilnehmer können sich kennenlernen. Am Donnerstag um 14.30 Uhr ist der Seniorennachmittag der Kolpingsfamilie St. Peter und Paul im Pfarrheim. Nach dem Kaffeetrinken geht es um Notfallkonzepte. Donnerstag um 17.15 Uhr trifft sich der ukrainische Kinderchor im M-Haus, um 18.15 Uhr der ukrainische Frauenchor. Am nächsten Sonntag ab 18 Uhr feiert die KAB St. Johannes Bosco im Pfarrhausgarten in den Mai hinein. Man kann davon ausgehen, dass es dabei auch etwas zu essen und zu trinken gibt. Ihr Squatchbus vom Konzeptteam Erstkommunion. So langsam nähern wir uns dem großen Tag der Erstkommunion. Als letztes Highlight der Vorbereitungszeit fand ein Gottesdienst an der Sommerrodelbahn statt. Zusammen mit Martin Weber und Brigitte Brandt haben die Kommunionkinder mit ihren Eltern trotz des Nieselregens einen tollen Gottesdienst gefeiert. Natürlich durfte im Anschluss fleißig gerodelt werden. In der nächsten Woche finden noch Elternabende statt, an denen die Eltern die letzten wichtigen Informationen erhalten. Wir ehrenamtlichen Katecheten vom Konzeptteam freuen uns, dass wir endlich wieder eine Vorbereitungszeit ohne Einschränkungen hatten. Im Frühsommer starten wir dann mit den Planungen für die erstkommenden 2024. Es ist wieder soweit. Die Landjugend Ibbenbüren nimmt wieder neue Mitglieder auf. Das Ganze findet am Samstag, den 29.04. um 15.30 Uhr ganz traditionell an der Bruder-Klaus-Kapelle statt. Dort werden wir zunächst die neu aufgenommenen Mitglieder, die Interesse haben, an der Landjugend mitzuwirken und bei der Gemeinschaft dabei zu sein, mit einem kleinen Gottesdienst begrüßen. Der Gottesdienst wird von Martin Weber geführt. Anschließend werden wir mit einem Bollerwagen, mit natürlich Getränken und Musik unterwegs mit ein paar kleinen Kennenlernspielen in Richtung Wellmeier laufen, wo wir abends
bei einer gemütlichen Grillrunde das Kennenlernen fördern und die Gruppenaktivitäten wie eventuell ein Kickerturnier oder ähnliches durchführen werden. Ja, hast du noch Lust, in der Landjugend dabei zu sein? Alle, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, Bock auf eine Gemeinschaft haben, können in der Landjugend Mitglied werden. Das Ganze ist ja ganz einfach. Meldet euch einfach bei uns, falls Interesse besteht. Bislang haben wir ca. 10 bis 12 Anmeldungen für den nächsten Samstag und wir hoffen, dass da dort eine rege Beteiligung ist. Ich bin Alfons Voss von der Golbings-Familie Brochterbeck. Haben Sie für den Notfall alles geregelt? Mit diesem Thema beschäftigt sich der nächste Seniorennachmittag am Donnerstag, den 27. April. Gemeinsam möchte die Golbing-Familie mit Patrick Dornbusch und Felix Warnke von ProLife Notfallkonzept klären, was alles erledigt werden muss, wer was entscheidet, wenn man selbst nicht mehr kann, wer Auskünfte an wichtigen Stellen erhält und wo wichtige Unterlagen und Passwörter liegen. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im katholischen Pfarrheim. Anmeldung hierzu bitte bei Alfons Voss, Telefon 05455-1788 oder bei Helmut Trautz 05455-1626. Und nun also live von Malta ein kleines Erinnerungsgespräch mit dem Kollegen Heinz Josef. Heinz Josef Möller, Pastor in Förde. 18 Jahre arbeite ich dort, in Recklinghausen, Xanten, Ahaus. Bin immer noch gern dabei. Vieles, was so zu Beginn sehr klar war, ist nicht mehr so klar. Aber das stört mich gar nicht, weil das, was mich wesentlich trägt und hält, letztlich dann so mit dem Verstand nicht zu erreichen und zu ergründen ist. Und ich fühle mich dabei einfach gut. Das, was, sagen wir mal, die Mitte unseres Glaubens so ist, Auferstehung, da wird viel und klug drüber geredet. Aber das wird mir immer weniger, wie soll ich sagen, in unser Logiksystem übersetzbar. So dieser Satz von Karl Rahner, viele glauben, dass einfach nach dem Tod nur die Pferde gewechselt werden, dass es irgendwie weitergeht. Also ich muss mich dabei ertappen, dass ich da vielleicht früher auch so ähnlich dran gedacht habe. Aber eben, weil es ganz anders ist und radikal neu, darum kann ich viel besser aushalten, dass ich es einfach nicht weiß und mich davon eben überraschen lasse. Und du gehst jetzt auch auf die Pensionierung zu? Ich gehe aus Förde weg am 5. Juni, aber ich sag mal so, die Pensionierung ist nicht so das Erste, was ich sehe, sondern ich sehe, weil ich demnächst nichts mehr machen muss, nämlich die ganzen Besprechungen, die ganze Gremienarbeit, die ganzen Pflichttermine, die so als Pfarrer so auf einen zukommen, die Personalgespräche. Jetzt mache ich immer das, was ich möchte, woran ich Spaß habe. Und du bist ja mehr oder weniger der ungewählte Chef unseres Weihekurses. Sag doch mal was zu unserem Weihekurs. Ja, du, ich finde das gut. Die Unterschiedlichkeit, die uns auszeichnet, ist ein Reichtum. Manchmal nölen einige drüber, aber letztlich finde ich das sehr bereichernd. Und von rechts außen haben wir keinen. Wir können uns alle in die Augen blicken und den anderen anders sein lassen und müssen auch nicht mehr den anderen verbessern. Das finde ich zum Beispiel sehr angenehm. Dass wir als Weihekurs immer noch was gemeinsam machen, ohne uns dabei um den Sack zu gehen, das finde ich sehr schön. Und wir sind gerade auch im Aufzug. Es geht nach oben. Es geht immer letzten Endes nach oben. Es geht immer nach oben. Und irgendwann sind wir ganz oben. Wer weiß, wo ganz oben ist. Heinz Josef hat recht. Jesus hat immer vom Reich Gottes gesprochen. Und das ist hier. Auf Malta ist es, natürlich neben Ibbenbüren und Brochterbeck, besonders schön. Aber auch hier gibt es viele Herausforderungen. Vom Wasser über die Wohnfläche bis zu den Migranten. Oder wie es gestern Abend der junge Inder in dem Restaurant sagte, in dem er neben seinem Studium jobbt: Diesen Wein kann ich empfehlen. Er ist gut für euch und auch gut für uns. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.